Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem Video. Heute haben wir Teil 2 der Wissenschaftsserie und heute sind wir hier im 3D-Drucker. Und zwar ist vor, ich glaube, 2 Jahren oder so knapp etwas angekündigt worden, was mich sehr interessiert hat. Und zwar eigenes 3D-Drucker-Filament von Amazon. Ob das jetzt von denen selbst gemacht ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Amazon Basics 3D-Drucker-Filament. Das Problem ist, ich habe das immer bei Hobby King gekauft und ja, das ist natürlich ein bisschen weit weg. Das kam immer aus Großbritannien und jetzt ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger geworden, würde ich behaupten. Ja, diese Amazon-Sachen sahen relativ vielversprechend aus, relativ günstig, nur die waren halt noch nicht öffentlich, also man konnte sie noch nicht kaufen. Und jetzt brauchte ich die ganze Zeit kein Filament, weil ich schon was gekauft hatte vor noch 2 Jahren oder so. Und jetzt habe ich mal wieder Frisches gekauft. Und zwar ist hier Teil 1 der Lieferung Amazon PETG. In weiß. Und die Leute, die meine 3D-Drucker-Videos schon länger verfolgen, wissen, dass ich PETG echt liebe. Auch mehr als PLA im Endeffekt. Aus PETG sind auch die ganzen weißen Teile, die man hier im Drucker sieht. Da unten diese Halterung oder da an der Seite die Halterung oder das an der am Extruder und hier oben am Extrudermotor oder das im Hotend. Das ist alles PETG. PLA verformt sich schon ab 60 Grad. Und das Problem ist, wenn man eine Lüfterhalterung am Hotend hat, da wird es schon mal über 60 Grad. Und das Problem, was ich immer hatte, war, dass die PLA-Halterungen dann sich verbogen haben und dann unten runtergegangen sind und dann unten ans Hotend gekommen sind, was natürlich sehr unvorteilhaft ist beim Drucken. Dann habe ich das Ganze aus PETG gedruckt. Ich meine, PETG verformt sich erst ab 90 Grad. Was mehr als genug ist, weil 90 Grad Temperatur erreicht der Drucker definitiv nicht. Und das ist echt super, weil dann diese ganzen Teile sind aus PETG. Für den Drucker zumindest genauso leicht, sogar vielleicht noch besser als PLA zu drucken. Es hat eine höhere Temperaturbeständigkeit. Man muss es aber trotzdem nicht mit 260 Grad oder so drucken, sondern 220 reicht auch vollkommen aus. Und es hält noch deutlich mehr aus, deutlich stabiler. Und der allerbeste Teil ist es gar nicht viel teurer als PLA. Und diese Rolle hier, 1 Kilo PETG, habe ich bei Amazon gekauft für 22 Euro, meine ich. Es ist ein bisschen mehr, als ich sonst für die anderen 1 Kilo Rollen gezahlt hätte. Aber wenn das auch wirklich gutes Filament ist und wenn es aus Deutschland kommt, wie es ja jetzt auch gekommen ist, denke ich, dass es trotzdem ein fairer Preis ist. Und ja, das habe ich bestellt und ich habe schwarzes TPU bestellt. Bisher hatte ich immer nur weißes TPU, das ist aber dumm, weil wenn man jetzt eine GoPro-Halterung macht, sieht weiß halt einfach nicht schön aus. Und PETG will ich in weiß, weil ich hier auch alle Teile hier drin aus PETG schon in weiß habe und weil das auch, finde ich, ganz gut passt zu PETG. Und TPU habe ich halt in schwarz bestellt. Es dauert nur noch etwas, bis es ankommt, weil es gerade nicht auf Lager war. Aber in der Zwischenzeit kann ich schon mal hiermit rumexperimentieren und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. Hier steht auch noch Made in the Netherlands, also das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, auf jeden Fall interessant. So, jetzt werde ich das hier mal auf die Seite kippen, um es aufzuschneiden. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht aufgemacht. Gut, es wird wahrscheinlich nicht allzu spannend sein, dass da jetzt drin sein wird. Ich denke mal, da wird eine Kilo-Rolle drin sein. Oh, damit hätte ich allerdings nicht gerechnet. Hier ist sogar noch eine Anleitung dabei. Mal schauen, was da so drin steht. Ja, Safety, langweilig. Ja, okay, das ist ganz cool. Hier stehen sogar Temperaturen, mit denen man das drucken soll. Ja, auf jeden Fall interessant. Hier steht so ein bisschen, wie man die Temperaturen einstellt. Das ist definitiv nicht schlecht. Also ich finde das cool, dass sie das dabei tun. Ob das jetzt nötig ist, ist eine andere Sache. Aber das hier finde ich richtig cool. Und zwar tun die hier automatisch so einen Beutel dabei, so einen Zipperbeutel, den man hier oben zumachen kann, weil diese Rollen sind ja einfach nur in so einer Folie hier drin. Und da ist ja auch dieses Antifeuchtigkeitsbeutel sind ja hier drin. In dieser Folie. Müssen wir schauen, wo. Ja, da ist dieser Antifeuchtigkeitsbeutel drin. Und das Problem ist natürlich bei diesen ganzen Plastiken, also bei PETG ist nicht so schlimm. PETG absorbiert nämlich kein Wasser. Aber bei TPU ist das zum Beispiel ganz extrem oder bei Nylon. Wenn man das unfassbar trocken lagert, dann saugt das sich mit Feuchtigkeit auf und druckt danach nicht mehr richtig. Da kommen nur Blasen aus dem Hotend raus. Das Problem hatte ich ganz oft bei TPU. Da muss man es immer in den Backofen schmeißen für eine halbe Stunde oder so und die Feuchtigkeit da rauskommen lassen. Aber natürlich ist es besser, wenn man es direkt trocken lagert. Und das hier kann man sehr gut trocken lagern, weil was ich immer gemacht habe, ich habe mir alle von diesen kleinen Antifeuchtigkeitsbeutel immer gesammelt aus Schuhkartons oder weiß ich nicht was und dann habe ich die ganzen Antifeuchtigkeitsbeutel in diese Zipperbeutel reingelegt und dann Filamentrollen, wenn ich sie nicht mehr gebraucht habe, da rein. Habe ich allerdings auch nur mit den Rollen gemacht, die auch wirklich ja, das absorbieren, also die Wasser aufsaugen so gesehen. Und ja, hier steht drauf, Temperatur 230 bis 250 Grad. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen wärmer als die ganzen anderen PETG-Sorten. Aber was mir jetzt schon mal auffällt, das ist extrem sauber aufgewickelt. Also jetzt vielleicht nicht ganz so sauber wie so ein richtiges High-End-Filament, aber auf jeden Fall deutlich besser als diese ganzen Sachen von Hobby King. Da seht ihr das vielleicht mal, das ist die PLA
Spule von Hobby King. Und das Problem mit diesen Spulen ist, wenn die nicht so sauber aufgewickelt sind, kann es sein, dass die sich manchmal relativ schnell verknoten und dann der ganze Druck nicht funktioniert. Und das hatte ich schon mehr als oft genug. Und das macht wirklich gar keinen Spaß. Ja, dann werde ich das jetzt hier mal aufmachen und dann den Feuchtigkeitsbeutel schon mal hier in diesen Zipperbeutel rüber transferieren. Das Ding ist nämlich auch, die sind gar nicht so leicht zu kriegen, diese sehr großen, weil die sind ja schon wirklich extrem groß und die sind echt gar nicht so leicht zu kriegen. Deswegen finde ich es cool, dass sie das dabei legen. Und dann werde ich den ganzen Drucker hier mal vorheizen, das PLA rausnehmen und dann probieren wir das hier mal aus. Oh, ich habe das jetzt schon mal da oben die Spule hingestellt. Was natürlich auffällig ist, die ist sehr breit. Und wie ihr hier seht, Temperatur habe ich auf ziemlich genau 52 Grad, also auf 250 eingestellt. Das geht natürlich immer noch ein bisschen hoch und runter. Und ja, da drauf steht ja 230 bis 250. Deswegen habe ich einfach mal direkt die Mitte genommen. So, und jetzt extrudieren wir mal 10 mm. Ich habe schon ein bisschen was durchgeschoben, aber ich habe noch nichts mal aus dem Extruder selbst rausgeschoben. Und dann schauen wir mal. Ah, da kommt noch ein bisschen Orange. Jetzt wird langsam fast ganz weiß. Ja, und jetzt ist es definitiv komplett weiß, wie man jetzt hier unschwer erkennen kann. Hier ist es noch orange und hier ist es schon weiß. Also extrudieren tut es definitiv. Das ist doch schon mal Schritt Nummer 1. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal irgendeine Datei, die ich hiermit drucken kann. Und dann probieren wir das Filament einfach mal aus. Oh, ich habe das jetzt schon mal soweit vorbereitet. Ich will nochmal dieses Benchy-Board drucken. Und zwar dieses hier, nur halt jetzt aus dem weißen PETG. Ich habe bis jetzt mit PETG noch nie irgendwas gedruckt, was schön aussehen soll. Und es ist jetzt immer nur so funktionale Teile wie die Lüfterhalterung oder hier unten diese Halterung oder diese hier. Aber es wird sicherlich interessant mal zu sehen, wie PETG aussieht, wenn man damit was Schönes drücken will. Und ich extrudiere jetzt hier nochmal ein bisschen was, so dass da was Frisches rauskommt. Und dann können wir anfangen, den Druck zu starten. So, und schon geht's los. Ich nehme mal immer den Dreck hier noch weg. So, ich mache das auch mal kurz vorm Runterkommen, sonst wird die Nozzle immer so ekelhaft verdreckt. So, und los geht's mit dem Drucken. Ich bin echt mal gespannt. Das Coole ist nämlich an PETG, man kann es im Endeffekt genauso drucken wie PLA. Also man kann Retraction genauso benutzen, man kann genauso die Lüfter anmachen. Nur halt vielleicht die Lüfter nicht ganz so auf der Vollgeschwindigkeit. Bei PLA habe ich die immer auf 70%, jetzt habe ich die mal auf 40% runtergemacht. Einfach weil der Drucker jetzt halt bei 250 Grad ist, statt sonst bei 210. Und dadurch wahrscheinlich das Heizelement sonst nicht hinterherkommen würde, wenn ich jetzt bei 250 Grad noch die Lüfter auf 70% hätte. Aber das Drucken scheint zu funktionieren. Und ja, ich würde sagen, Zeitraffer beginnt und wir sehen uns später. Ja, da bin ich jetzt. Es ist jetzt schon einen Tag später. Und zwar habe ich, nachdem ich gestern dann den Druck gestartet habe, den laufen lassen erstmal und dann, ja, seht ihr ja, was daraus geworden ist. Das Komische ist, ich glaube, also Problem Nummer 1 war, dass da sehr viel Stringing war, also sehr viel Material, was nicht gedruckt werden sollte, was aber trotzdem aus dem Hotend gekommen ist. Und das zweite Problem war, dass die X-Achse sich so ein bisschen verschoben hat. Und das ist eher das Problem, was ich mir nicht erklären kann, weil ich weiß gar nicht gesagt, nicht warum. Ich habe das, seitdem ich diese neue Aluminium-X-Achse eingebaut habe, und ich glaube, dass einfach mehr Last auf dem Motor ist und der dann manchmal, ja, sag ich mal, so einen Zahn überspringt, weil der ist eigentlich, der Riemen ist sehr fest, also das sollte kein Problem sein. Ich werde jetzt den Riemen auf jeden Fall ein bisschen lockerer machen, und was ich auch machen werde, ist hier diese Abdeckung von dem Mainboard abmachen, weil ich habe gehört, dass es sein kann, dass wenn die Motortreiber zu warm werden, dass der dann auch so überspringt. Und jetzt habe ich ja keinen Lüfter mehr da drin. Eigentlich glaube ich nicht, dass es einen Effekt darstellen kann, aber ich mache das Ding einfach mal ab, kann ja nicht schaden. Aber an sich hat es gut gedruckt, nur halt, wie gesagt, zu viel Stringing und dass es halt sich in der X-Achse verschoben hat. Deswegen habe ich es einfach abgebrochen, das hätte keinen Sinn ergeben. Aber ich habe das jetzt mein Profil angepasst. Ich hatte da einige Einstellungen drin, die echt ungeeignet waren für PETG. Deswegen habe ich jetzt nochmal die Einstellung gegoogelt. Retraction, Temperatur, die Reisegeschwindigkeit, und das habe ich jetzt erstmal verstellt, dass das jetzt sollte das deutlich besser drucken. Dieses Amazon-Filament hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Stringing als das, was ich vorher hatte, aber dafür ist es auch deutlich besser aufgewickelt. Also ich denke mal, da ist halt, das gleicht sich im Endeffekt wieder aus von den Vor- und Nachteilen. Allerdings was Gutes, und zwar ist heute das TPU schon angekommen. Ich dachte erst, es würde nächste Woche kommen, da war es auch eigentlich für angesagt, aber es ist heute schon gekommen, und ich würde sagen, das mache ich auch mal kurz auf. Ich brauche es euch jetzt nicht groß zeigen, es ist ja das gleiche. So, seht ihr hier, das ist die Rolle. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ist auch sehr, sehr gut gewickelt. Also sogar fast noch besser als das PETG. Richtig, richtig gut gewickelt. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Aber erstmal das PETG, weil das ist gerade noch drin. Und solange kann ich das dann noch hier isoliert lassen. Und ich würde sagen, dann probieren wir es jetzt mal nochmal mit den
neuen Einstellungen und ich habe jetzt auch ein neues Teil, was ich drucken kann. Das ist, hat mir einer aus dem Discord zugeschickt. Eine Antennenhalterung für die Nazgul. Und die werde ich jetzt hiermit einfach mal probieren. Und ja, wenn das dann nicht geht, kann ich die Einstellungen halt immer noch verändern. Das ist ein Druck, der nur 18 Minuten dauert. Deswegen kann ich da, glaube ich, den jetzt ganz gut nutzen zum Tunen. Ich würde sagen, los geht's. Der Druck ist fertig, wie man wahrscheinlich erkennen kann. Und ich würde sagen, die neuen Einstellungen haben definitiv geholfen. So, ich mache das mal eben ab. So, die Einstellungen haben definitiv geholfen. Das Teil sieht mega gut aus. Jetzt habe ich endlich wieder diese Druckqualität, die ich von PETG auch wollte, beziehungsweise vorher hatte. Also, das PETG ist auf jeden Fall von der Qualität mindestens genauso gut, was hier da dran hält, wie das andere, was ich vorher hatte. Seht ihr, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Also, das ist von der Qualität mindestens genauso gut, nur dass es noch deutlich besser gewickelt ist. Also, ich würde sagen, was das PETG anfällt, auf jeden Fall schon mal eine Kaufempfehlung. Ich werde die Einstellungen mal als Link in die Beschreibung tun. Da könnt ihr euch das Profil runterladen und falls ihr Cure nicht auch benutzt, könnt ihr einfach die Einstellungen dann aus der Beschreibung entnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt hier das TPU. Das ist nämlich auch wirklich sehr, sehr schön gewickelt, aber ob es auch genauso schön druckt, sehen wir jetzt. So, wie ihr seht, ich drucke gerade mit dem TPU. Ich habe die Einstellungen jetzt einfach dementsprechend verändert und jetzt den Druck einfach gestartet. Sieht bisher mega gut aus. Also ich habe jetzt gerade, also ich drucke jetzt gerade diese GoPro-Halterung hier für die Drohnen. Das ist die jetzt mit dem alten Plastik, was ja unvorteilhafterweise weiß war, beziehungsweise farblos. Und das hat so eine sehr raue Oberfläche und es ist nicht wirklich schön oder sauber oder präzise gedruckt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so 100%, woran es liegt. Ich glaube, es lag daran, dass ich eine viel zu hohe Drucktemperatur hatte. Ich hatte immer 240 Grad, was glaube ich damals irgendwo im Internet stand. Auf der Rolle selbst stand nämlich nicht. Und dadurch ist das glaube ich so ein bisschen unpräzise und so ein bisschen sehr flüssig geworden. Zweitens hatte ich die Lüfter komplett aus. Eigentlich habe ich bei TPU auch immer die Lüfter ausgehabt. Ich habe jetzt im Internet aber gelesen, man kann die anhaben. Deswegen habe ich es jetzt auch einfach mal angemacht. Und ja, davon mal abgesehen glaube ich, dass das Filament von der Qualität an sich auch nicht so gut war. Bis jetzt sieht es gut aus. Bis jetzt ist aber auch noch nicht wirklich viel passiert. Ich würde sagen, wir sehen uns am Ende. Und ich bin schon echt gespannt, weil von dem PETG bin ich echt sehr begeistert und von dem TPU bisher auch, weil es unfassbar schön aufgewickelt ist und sehr schön auch in der Verpackung ist, sogar mit so einem ja, luftdichten Zipperbeutel. Also das finde ich schon geil, dass das in der Verpackung mit dabei ist, dass die so richtig gut aufgewickelt sind und dass die trotzdem nur so um die 20 Euro pro Kilo kosten, was ein fairer Preis ist. Und ja, wie gesagt, das hier war auch farblos weiß, was echt nicht schön aussieht. Und das ist jetzt schwarz und das sollte deutlich besser aussehen für die ganzen TPU-Teile und das ist jetzt auch ein Kilo und ich habe hierfür glaube ich sogar 25 Euro für einen halben Kilo gezahlt. Weder die Qualität noch die Farbe ist schön. Und hier jetzt 22 Euro für einen ganzen Kilo. Und die Qualität, mal schauen, aber die Farbe zumindest finde ich sehr schön. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns gleich. Jetzt ist es ein paar Stunden später, aber der Druck ist fertig. Die ersten zwei Male hat es leider nicht geklappt. Und zwar lag das daran, dass ich das TPU da oben im Extruder ja so verknotet hat und das lag daran, dass die Temperatur vom Hotend zu gering war und deswegen zu viel Widerstand da war, das durchzudrücken. Dann habe ich die Temperatur auf 230 Grad erhöht von 220 und ja, jetzt hat es einmal frei gedruckt, ohne sich irgendwie zu verknoten. Und wenn ich das jetzt hier auch mal abmache, ja, muss ich natürlich noch ein bisschen jetzt so sauber machen. Ich habe es ja jetzt wirklich gerade hier erst abgenommen. Aber ja, das sieht mega gut aus. Also es sieht echt richtig, richtig gut aus. Deutlich besser und deutlich glatter von der Oberfläche als noch damals mit dem anderen. Was ich jetzt aber noch machen werde, ist, ich glaube, ich werde mal den Drucker auf einen direkten Extruder umbauen. Und zwar habe ich so ein Umbauset gesehen, das kann man dann direkt da vorne auf diese Hotend-Platte drauf machen. Das ist so eine kleine Adapterplatte, die man sich drucken kann. Und dann kommt der Extruder von da oben direkt ans Hotend. Und dadurch ist dann der Weg, der extrudiert werden muss, deutlich, deutlich geringer. Und dadurch ist das vor allen Dingen für solche flexiblen Sachen wie TPU viel, viel besser. Und ich kann jetzt auch genau dafür, denke ich mal, machen. Aber das werde ich später machen. Das Video ging ja jetzt wirklich nur um die Amazon Basics Filaments. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Sowohl das TPU sieht echt richtig schön aus, auch in schwarz. Und ist auch ziemlich flexibel
Und das PETG hat sich wundervoll gedruckt. Ein bisschen mehr Stringing als vorher, aber mit den richtigen Einstellungen hat es dann auch geklappt. Und ja, also wirklich von mir absolute Kaufempfehlung. Ich bin mega begeistert davon. Ich glaube, ich werde kein anderes Plastik mehr kaufen. Und demnächst dann vielleicht auch mal PLA von denen. Und ja, falls ihr euch das auch kaufen wollt, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr es darüber kauft, unterstützt ihr mich damit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.